Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie mit zwei neuen Karten für den Dienstag, den 17. Juli 2012. Die Meerjungfrauen und Delfine sind da und mit zwei wunderschönen Karten, wie ich finde, wie ich immer finde. Sie sagen ja, deine Intuition stimmt, handle entsprechend. Sie wollen damit zum Ausdruck bringen mit dieser Karte, dass ihr, was euren weiteren Lebensweg betrifft, euch über den nächsten Schritt eigentlich so ziemlich im Klaren seid. Sie wollen das bestätigen. Sie wollen sagen, das, was ihr jetzt in letzter Zeit an Eingebungen hattet, an Ideen, an Träumen, Visionen, positive Gedanken über irgendwas, und was euch da so als Wunsch, Traum, Ziel vor Augen war, das ist das Richtige. Lasst euch da jetzt wirklich nicht ablenken davon oder euch, durch Skeptiker oder Neinsager in irgendeiner Form bremsen. Das zum einen und zum zweiten sagen sie, immer wenn Veränderungen anstehen, dann neigen wir einfach dazu, dann neigt der Mensch ganz einfach dazu, sich sehr ängstlich zu zeigen und einfach den Weg im Prinzip dadurch ein bisschen abzubremsen oder sich selber zu bremsen, dadurch, dass er einfach sagt, oh, ich glaube, da halte ich mich jetzt lieber mal zurück, das ist mir jetzt alles nicht sicher genug, ich weiß jetzt nicht genau, wie es geht, ich weiß jetzt nicht, wo das hinführt und wie ich das tun soll und ich habe noch keine Garantie, bla bla bla. Dann schrecken wir ganz oft ganz gerne zurück und sagen, nee, dann bleibe ich lieber da, wo ich jetzt gerade bin, dann habe ich lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, da weiß ich wenigstens, was ich habe, ohne dabei zu bedenken, dass es letztendlich ja darum geht, dass wir die allerbeste und für uns fruchtbarste Manifestation erleben sollten und dürften und nicht nur immer irgendwie so eine Sparflamme. Das ist jetzt ganz wichtig, wollen sie uns sagen. Also wir sollen wirklich den Weg auch ganz mutig gehen und einfach wirklich voranschreiten auf dem Weg, auf dem wir gerade sind, ohne jetzt zu sagen, oh weia, meine Ängste haben mich jetzt hier gerade völlig im Griff. Wenn euch das ereilen sollte, dass ihr Angst bekommt, dann schickt bitte diese Angst weg an die Lieben im Universum, die euch da sehr, sehr, sehr hilfreich zur Seite stehen. Nehmt euch wirklich immer mal wieder den Michael oder einen anderen Engel, der euch lieb ist. Gebt wirklich eure Ängste ganz bewusst und ganz offiziell ab und reinigt euch da immer und immer wieder davon. Und bleibt immer wieder sehr im Hier und Jetzt im Moment. Also wenn ihr euch dabei ertappt, Ängste zu haben, dann seid ihr meistens ja schon irgendwo in der Zukunft unterwegs, beziehungsweise noch irgendwo in der Vergangenheit, wo ihr vielleicht Dinge erlebt habt, die nicht so prickelnd waren. Versucht dann einfach mehr im Moment zu sein. Das hilft euch sehr. Denn dann ist euch wieder klar, der jetzige Moment, da spielt die Musik und da seid ihr extrem mächtig, mit euren positiven Gedanken zu manifestieren, beziehungsweise dann auch in euer Leben zu holen, was sich gut anfühlt, was ihr mit positiven Gedanken angezogen habt. Also bitte hier und jetzt geht mutig euren Weg. Ihr seid auf dem richtigen Weg und das wollen sie euch mit der Karte Ja nochmal wirklich ganz stark bekräftigen und bestätigen. Zum nächsten haben wir den Selbstwert. Der spielt auch eine große Rolle im Augenblick. Sie sagen, wisse, dass es dir zusteht, auf jede Weise Gutes zu empfangen. Ich lese auch gleich mal vor, was im Buch von der Doreen Virtue dazu steht. Du hast deine Schöpferkraft durch deine tief sitzenden Minderwertigkeitsgefühle blockiert. Manifestationen sind nicht der Lohn für Wohlverhalten, sie sind das Ergebnis deiner Gedanken, Überzeugungen, Gefühle und Taten. Wenn du dir erlaubst zu empfangen, hilfst du dem Plan Gottes, seine Liebe überall zu demonstrieren. Wenn du aufgefordert wirst, die Hilfe des Himmels anzunehmen, geht es dabei nicht nur um dich persönlich. Du sollst dir helfen lassen, damit du anderen helfen kannst.
Nimm das Gute voll Gnade an und sprich: Danke für alle Gaben, die mir zufließen. Ich nehme sie dankbar an, zum Wohle aller. Also, wie gesagt, Sie legen heute nochmal ganz besonders viel Wert drauf, soll ich euch ausrichten, dass ihr vielleicht euch selbst jetzt anfangt, mehr zu gönnen, wenn ihr in Betracht zieht, dass ihr damit dem ganz großen Plan helft, der inneren Führung in euch natürlich helft, anderen Menschen zu helfen, vielen, 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 vielen anderen Menschen zu helfen. Es ist vielen Menschen überhaupt nicht klar, dass das, was sie in der Lage sind zu geben, was sie an Fähigkeiten, Leidenschaften, Neigungen alles mitbringen, zum Wohle eben aller, dass das wirklich sehr, sehr hilfreich nicht nur für die Leute ist, die sie damit direkt berühren, sondern für den ganzen Planeten. Das ist global eine ganz, ganz große Hilfe. Weil wenn man in der Lage ist, einfach seine Dienste hier unter die Menschen zu bringen und damit seine gute Energie zu verteilen, dann ist das wirklich, wie soll ich sagen, das ist wirklich ganz global eine große Hilfe. Also nehmt die Hilfe, die ihr vom Universum bekommt, bitte, bitte an, weil ihr dadurch einfach dem ganzen Weltgeschehen, möchte ich jetzt mal so ausdrücken, sehr unter die Arme greift. Und das ist wirklich nicht nur für euch persönlich, was natürlich auch wunderbar und ganz toll ist und was natürlich ihr auch als euer Geburtsrecht betrachten dürft, dass ihr immer das Beste verdient habt, nicht nur die zweite oder dritte Option, sondern wirklich das Allerbeste. Also schraubt eure Ansprüche auch ein bisschen hoch, bitte. Und erlaubt euch wirklich zu empfangen. Und seht einfach den unglaublichen Nutzen, den ihr auf diese Welt oder in diese Welt reinbringt, wenn ihr annehmt. Und das sind oft die kleinsten Dinge, die schon viel bringen. Das ist ein Lächeln von anderen Menschen. Das ist ein lieber Moment. Das ist ein berührender Moment. Das ist einfach ein Kompliment von anderen Menschen, da geht es ja schon los. Und nehmt wirklich vom Kleinen bis zum Großen, nehmt an. Dann seid ihr auch wieder in der Lage zu geben. Und das ist für alle anderen auch wieder ganz, 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 ganz wichtig. Seht das bitte. Ihr seid hier nicht umsonst. Ihr sollt wirklich eure Liebe, eure Fähigkeiten und euer Wesen und alles, was ihr zu geben habt. Und das ist für jeden Einzelnen, und da gibt es keine Ausnahme, ganz, 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 ganz viel. Egal, wie ihr das selbst über euch bewertet oder nicht oder was auch immer, ihr bringt jeder, egal was er kann, egal was er ist, egal wer er ist, jeder bringt da ganz, 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 ganz viel Reichtum auf diesen Planeten, in die Welt. Reichtum in jeder Form. Und seht das bitte immer, egal was ihr tut oder nicht tut. Oder meint nicht zu tun. Ihr seid sehr, 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 sehr wertvoll. Jeder Einzelne für sich. So, ihr Lieben, da wünsche ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß für den heutigen Dienstag. Lasst es euch gut gehen. Tut die notwendigen Dinge, die ihr jetzt vorhabt und die jetzt wichtig sind für euch und euren Weg. Und habt da, wie gesagt, viel Spaß dabei. Dann wünsche ich euch, wie gesagt, einen ganz tollen Tag und freue mich sehr auf euch und auf morgen. Tschüss!